Da haben wir einen zweiten Vornamen, Johannes. Immer schön die großen Gewichte nehmen. Shit! Die Anne. Hi. Richtig Hammer. Einen schönen guten Tag, Sportsfreunde. Mein Name ist Johannes Lukas und ich komme quasi direkt von der FIBO. Ich habe bis 13 Uhr geschlafen mittags. Wir waren um 3:30 zu Hause und ich habe jetzt quasi noch sozusagen die Nachwehen, den FIBO-Kater und bringe jetzt erstmal unseren Transporter zurück zur Autovermietung. Auch an dieser Stelle muss ich mich nochmal bedanken für diese riesengroße Resonanz. Man sieht zwar immer so die Zahl, ja, 60.000 Abonnenten, aber irgendwann fühlt sich das normal an, es ist gewohnt und man macht sich gar nicht klar, was das eigentlich bedeutet, dass das eine Kleinstadt ist. Eine Kleinstadt an Menschen, die irgendwo einem regelmäßig folgt und einem viel Aufmerksamkeit schenkt. Und ja, das ist also für mich immer noch gar nicht so richtig realisierbar. So, das ganze Prozedere hat noch etwas länger gedauert. Wir haben uns ja zu allem Überfluss am Samstag noch den Reifen zerstört, hat noch eine Reifenpanne. Dank der gelben Engel haben wir es relativ schnell wieder in den Griff bekommen. So, bei mir ist heute eigentlich Beintraining angesagt und ich habe mich auch schon die ganze Zeit gefreut. Hatte jetzt 4 Tage trainingsfrei, vorher noch mal richtig Gas gegeben und um dann die Superkompensation zu nutzen, die wahrscheinlich nicht stattgefunden hat, weil das Ganze einfach brutal stressig war. Früher hatte ich sogar noch trainiert, nach der FIBO, aber da war auch gar keine Zeit dafür. Und wahrscheinlich wäre es ohnehin kontraproduktiv gewesen. Ich befürchte, Training fällt heute aus. Und haben wir deswegen ein schlechtes Gewissen, fühlen uns schlecht. Schlechtes Gewissen? Ja, zum Teil, durchaus. Aber Angst um meine Muskeln habe ich nicht. So, und jetzt holen wir unsere Emma vom Babysitter ab. 5 Tage ohne Emmy. Gott sei Dank waren wir abgelenkt und gut beschäftigt. Hallihallo. Ja, unbedingt. Hallo, hi. Kannst auch hier lassen, aber es kann man leider nicht anziehen. Hippie! Hippie! Ich geb Lisa. Hippie, komm her! Ich geb Lisa ein, Chef. Meine Mutter, wenn die nach Hause kommt. Du gib doch mal, hol der! Ich bringe einer bis zum Hals, weil wenn sich freut. Wenn man aller nichts nimmt. Nee. Reife unter den Kuppen rüber. Und nicht immer gleich in die Unterordnung nehmen, also unterlaufen. Komm her, komm her. Ja, 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 ja. Pippi. Na, ja. Wir waren schon weg. So, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen Gassi mit Emmy. Und die Hundemama hat gesagt, die Emma ist sehr hübsch und sehr intelligent. Deswegen ist es auch sehr schwer, ihr zu widerstehen. Und wenn man das dann nicht tut, dann schnallt sie das recht schnell und verarscht einen dann im Nachhinein. Beim nächsten Mal. Das kann sie gut. Das kann sie gut, ja. Das ist ein Jagdhund. Immer schön die großen Gewichte nehmen. Ja, immer. Ja. Der Alltag hat uns eingeholt. Also entweder fahren wir um 10 Uhr abends noch zum Training oder wir lassen es. Guten Abend, Sportsfreunde. Wir sitzen gemeinsam auf dem Sofa, haben tatsächlich keinen Sport gemacht, haben alles Wichtige erledigt. Emma chillt hier ganz gemütlich. Ich würde sie auch wach machen, aber ich lasse sie mal in Ruhe schlafen. Und wir werten die FIBO aus. Ich schaue mir jetzt die Videos an, die meine Frau geschnitten hat. Ich habe die nämlich noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Ich habe ja einfach nur rausgehauen und fertig. Ja, und gleichzeitig ist es auch ganz gut, um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen und miteinander zu besprechen, was man besser machen kann, was gut gelaufen ist, wie es sich angefühlt hat. Das müssen wir machen. Der breiteste Pastor Deutschland. Ah, brutal muss es sein. Ganz, ganz lieber Kerl übrigens nebenbei. Versuchte mal richtig hardcore zu sein und Gas zu geben, aber es ist ganz lieber. Aber im Training kann man ja trotzdem mal die Sau rauslassen, ne? Guten Morgen, Sportfreunde. Es ist Frühsport angesagt. Ich habe viel zu wenig Cardio oder Ausdauertraining gemacht. Ein bisschen was für meine Kondition getan. Und deswegen muss ich da langsam mal mit ein bisschen anfangen. Es fühlt sich nämlich einfach besser an. Man bringt im Training mehr Leistung und ist auch im Alltag wesentlich fitter. Jetzt mache ich mich warm und dann turne ich ein bisschen. Das
Ganze wird nicht sonderlich spektakulär. Viel einfach nur was für die Fitness tun. Also insofern nicht funktional. Bereitet mich nicht auf irgendeine Sportart vor. Und es ist einfach nur Mainstream-Fitness. Los geht's. Oh. Freunde, wow, wer nach dem Training nicht unter Atem ist, ist entweder extrem fit oder hat nicht doch genug Gas gegeben. Fängt gerade an zu regnen, habe ich gut getimt. Reicht fürs Erste. Auf jeden Fall, wenn ihr so intensiv trainiert habt, Cooldown machen, runterkommen, den Puls runterfahren, aktiv mit spazieren. So, Kameraden, bin im McFit, Lichtmerk angekommen. Jetzt erstmal ein bisschen arbeiten. Fertig mit Personal Training. Eben noch schön aufgewärmt mit den Kollegen zusammen. Der ist eigentlich schon fertig mit seiner Stunde. Aber er übt noch ein bisschen weiter. Kniebeuge kann man nie genug machen. Ja, und bei mir stehen auch Kniebeuge auf dem Programm. So, Sportsfreunde, ich habe mein Training erledigt. Naja, nicht so ganz, denn eigentlich habe ich nur Kniebeuge gemacht und nochmal, keine Ahnung, 7-8 Sätze Wadenheben. War sehr unzufrieden mit meiner Leistung und habe mich deswegen dazu entschlossen, morgen nochmal Kniebeuge zu machen. Ja, ich habe viel Gymnastik gemacht, mich aufgewärmt, war eigentlich auch recht fit, aber es war keine Kraft da. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu wenig gegessen habe, ob die Fibo mir noch in den Knochen steckt. Eigentlich hat sich das ganz gut angefühlt. Vielleicht liegt es aber auch an dem Training, was ich heute Morgen schon gemacht habe. Vielleicht bin ich aber einfach nur schwach. Wir wissen es nicht, wir werden es morgen im Haus probieren. Und dann sehen wir weiter. Jetzt erstmal nach Hause, es ist schon so spät. Meine Frau hat schon alleine Abendbrot gegessen. Guten Morgen, Sportsfreunde. Irgendjemand hat zu mir auf der Fibo gesagt, hey, deine Vlogs sind anders. Die sind nicht so langweilig, da geht es nicht immer nur um Sport. Oder um Fitness-Lifestyle, da habe ich zu ihm gesagt, naja, eigentlich finde ich ja, dass ich mein Leben fast nur im Studio, hier zu Hause, vorm Rechner oder auf dem Rad abspielt, ja. Also ich finde schon, das ist irgendwie ganz schön, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist doch recht einseitig. Ich versuche natürlich immer irgendwie Abwechslung reinzubringen, aber prinzipiell ist es auch Fitness-Lifestyle. Übrigens nicht, dass ihr denkt, ich lasse mich nur verwöhnen. Gestern habe ich meinen Salat selber gemacht. Ja, hier, guck mal, Mozzarella, der Salat, grüner Spargel, oh, ich liebe Spargel, Hühnchen, Mais, Tomätchen, ein paar Erbsen und ein paar kleine Möhrchen. Genial, oder? Jetzt werden erstmal die Füße hübsch gemacht. Wer mal vorbeikommen möchte? Ja, ich muss euch ja sagen, ich finde ja Füße doch ein bisschen unsexy, deswegen werde ich euch meine auch nicht zumuten. Die einzigen, auf die ich stehe, sind natürlich die von meiner Frau. Ihr wisst, das muss ich sagen, weil sie schneidet ja das Video. Hallo Schatz. Das ist meine Apotheke. Frauchen ist nämlich krank, ist leicht am Kämpfen.
Hallihallo. Ich hätte gerne einmal Sinupret, die starken. Extrakt, genau. Früher waren die Pforte immer die starken, jetzt ist Extrakt noch stärker. So, für alle, die mal Schnupfen haben, Probleme mit den Nebenhöhlen, nehmen diese Version hier. Ich mag ganz gerne die Gilometol. Das erste Mal ohne Jacke auf dem Rad. Fühlt sich aber gut an. Gleich habe ich ein bisschen PT und danach trainiere ich selber. Und ich habe mir ja fest vorgenommen, habe gestern eine Ansage gemacht, ich will heute Kniebeuge machen. Und ja, Wort muss man halten. Ja, nützt ja nichts. Schön warm machen vorher, bisschen Mobility. Und ich bin echt gespannt, wie die Leistung sein wird. Freunde, Training erledigt, Beine erledigt, alles erledigt, prima, so war es gedacht, hat gut hingehauen, jetzt fahren wir nach Hause. Guten Morgen Sportsfreunde, jetzt gibt's erstmal Frühstück. Und zwar diesmal, wie ich sehe, gemacht mit leckeren Trockenkirschen, natürlich von der Firma Coro. Ich muss mich korrigieren, das sind keine Sauerkirschen, das sind Kokosnüsse, kleine Mini-Kokosnüsse, auch von Coro. So, heute geht's mal in die sogenannte Backfabrik. So. Dankeschön, Mann. Sah echt gut aus. Understand it stinks to the eyes, spit faster than the blink of an eye. Got swag man on the brink of their lives, drowning the flow and sinking the tide. Don't spit at all, test the vision, get kicked in your crystal balls. Blazing hot, you guys are warm links, gonna blow like eye the storm. Can't step in your best trainers, couldn't see links even if you went to Specsavers. Ain't out just to be famous still, let me do you all a favor. LYNXEYEDK's in neon, precise and rain. Beats and rhymes excite your brain, riding the rhythm in a high speed lane. I'm back with the team, so much flavor, every gal in the man I wanna back my team. Back to back, so man attack the track, a man I move with steam. I'm moving away, my sight is key. Trust, it's us, we setting the pace, we wanna be MCs. Now everybody wanna buy these beats, K's and we're blazing amazing. Ahead of the time is racing. Four man, raw gang, kinda stated. One of the greatest, face it, take it. We're taking it to levels we ain't making. Get out of the way, you pay for the fake shit. Link the power, blow them away with it. PRE to the CIS, all I wanna be my best. MCs wanna test me, but I'm the host, so they can gladly be my guest. See my chest with an S on the vest. Suntan Superman, I don't rap. So, Sportfreunde, Training ist fertig. So richtig zufrieden bin ich nicht. Also die Kraftleistungen lassen im Moment echt zu wünschen übrig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und dann drückt die Schulter beim Runterlassen und denkst du so, mein Gott, komisch. Weiß nicht, werde ich alt? Und ich habe die Schulter gut aufgewärmt, ja. Und meine Rotatorenmanschetten sind trainiert und. Aber irgendwie ist manchmal echt komisch, ja. Wollen wir mal sehen, wie sich das in den nächsten Wochen gestaltet. Also richtig nach Plan läuft es auf jeden Fall nicht. Wenn ihr mich fragt, wie mein Plan ist, ja, immer stärker werden. Immer stärker und vor allen Dingen auch immer beweglicher werden. Und fitter will ich auch noch werden. Und am besten Muskeln aufbauen noch, ohne dabei Fett aufzubauen. Aber das Problem kennt ihr sicherlich. Ja? Die ist so ganz selten. Genauso selten wie diese hier. Die werden auf Vorrat gekauft.
Guten Morgen, Sportsfreunde. Heute muss ich mal ein bisschen ausruhen. Ich schneide gerade noch ein bisschen final rum. Brauche ich keinen Trailer. Und baue Musik auf das Video hier. Und wenn ich das Video sehe, kurz Pause hier, sei doch mal ruhig da. Wenn ich das Video sehe, dann kriege ich total Bock auf Kniebeuge, ja. Weil ich habe hier mit Philipp Mumhardt, dem Gewichtheber, zusammen trainiert. Und es hat richtig, es macht Spaß beim Zugucken. Und man kriegt richtig Lust, wieder Kniebeuge zu machen. Obwohl die im Moment überhaupt nicht gut laufen, ja, aber kommt echt cool, ne? Geht los hier. Allein der Trailer ist schon geil. Zack. Mein Papa hat das früher auch gemacht. Bis 2032. Ja, wisst ihr Bescheid, könnt ihr euch schon mal freuen. Ich weiß nicht, wann der Release ist. Emma hat keinen Bock, bei dem Wetter rauszugehen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Und ich habe jetzt schon die ganze Zeit am Rechner gesessen. Du sitzt und sitzt den ganzen Tag. Und wenn du dazwischen nicht aufstehst, kommst du dir vor wie 80. Du musst erst mal ein paar Meter laufen und dann bist du wieder in Bewegung. Dann geht's wieder. Ne? Kennt ihr das auch? Oder geht das nur mir so? Das ist grausam. Emma. Das ist hier die Kumpel. Ja, greif an, Emma. Greif an. Emma, mach was los jetzt, Emma? Jetzt hat Timmy hier nicht voll leid, ne? Ah, jetzt muss ich gleich gucken. Emma, einen raufsetzen, komm. Jungs und Mädels. Na, guck mal, zack. Ey, das ist mein Ghetto hier, das ist mein Block. Nein, das ist mein Block. Könnt ihr euch mal einigen? Und so sieht die dann mal aus, wenn sie eingesaut ist. Nicht schütteln, Emma. Warte, warte, nicht schütteln. Auch noch, ne? Mann. Ja, schön. Was ist für ein Mäuschen? Du grüne Mäuschen, nicht du? Nicht? Ach du. Was denn du da? Sternchen, nur mit dir. So, Sportsfreunde, es werde Licht. Bei uns ist hier richtig super Beleuchtung angesagt. Und zu meiner Linken sitzen habe ich die Anne. Hi. Die kennt ihr gar nicht. Ich verspreche euch aber, ihr werdet sie noch kennenlernen. Jetzt zieht sich die Anne erstmal aus. Du wirst jetzt gleich nackt machen. Ich weiß. Guck mal, ich glaube, da hat sich jemand verliebt. Ja, lieber auf den ersten Blick. Und diesmal hat meine Frau einen geilen Salat gemacht. Was da alles drin ist, ja, wie gehabt. Hier diesmal sogar noch Mozzarella. Gurke, Möhrchen, doch ein bisschen Spargel, Tomätchen, normaler Salat. Ja, Wahnsinn. Geil. Ich glaube, wir gehen in 7 Tagen 5-mal einkaufen oder so. Da fragt man sich doch, wie andere Leute mit einmal pro Woche Großeinkauf zurechtkommen. So, welches Brot denn nun? Das? Also irgendwas mit einem hohen Roggenanteil, das hier oder das hier mit Sauerteig. Jetzt ab in die Brotschneidemaschine. Ja. Und die ist wo? Da. Und das erstmal hier rein, richtig? Genau. So, dünne, dick, mittel oder dicke? Nee, mittel, wenn dann. Aber mittel? Warte noch nicht, oder? Hä? Und die Tüte, ich weiß, die Tüte muss hier, glaube ich. Hier rauf, genau, damit man das Brot reinziehen kann. Jetzt drücken wir auf Mittel, richtig? Ja. Ja. So. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oder? Schön. So, mal den Deckel zumachen. Also Leute, erst den Deckel zumachen und dann geht's auch los. Guck da. Macht auf jeden Fall Sinn. Genau, und dann die Tüte so rüber. Jetzt die Tüte. Daraus könnte man auf jeden Fall ohne Probleme ein Tutorial machen. Kennt ihr den? Schreibt mal einen Kommentar drunter, wer das ist. Hilfe! Oh Gott! Hallo Sportsfreunde. Ekelhaftes Wetter draußen. Ich habe meinen Teil für heute schon erledigt, meine Arbeit. Wollte mich eigentlich jetzt mit der Melli zum HIIT-Training treffen. Aber ja, bei dem Wetter will man ihr das ja nicht zumuten. Oh Gott! Meine Füße geht durch! Feines Mädchen! Ja, wo ist die Emma? Wo ist meine Emma? Ja, wo ist denn meine Emma? Ja, hallo! Ja, hallo! Süße! Guck mal, wer da ist! Mäuschen!
Ihr süße Maus. Ihr süße Maus. Das war jemand Mädchen? Mhm. Das ist die Ruhe vom Sturm. Oh ja. Gleich geht's zum Sport. Mit wem? Mit Philipp. Und ich habe noch ein bisschen Trockenobst gegessen. Das muss jetzt erstmal verdaut werden. Dann bin ich hoffentlich stark. So, Frauchen versteckt jetzt mal wieder ein Leckerli. Frauchen, dass wir nicht in Ruhe schlafen. Nur kurz verstecken. So. Und Emma darf suchen. Na klasse. Und lass. Aua. Oh. Ja, fein, hast du. Fein. So, Sportsfreunde, da sind wir. Johannes Lukas hier. Philipp Mumhardt hier. Also. Ja, und Johannes Lukas. Ja, ich würde sagen, ich habe mich überreden lassen, das stimmt aber gar nicht. Das war eigentlich meine Idee. Ja. Wir versuchen uns heute mal in einer neuen Disziplin. Aufstunden. Ich weiß, ich kann es nicht. Ich kann es wirklich nicht. Ja. Ich habe schon mal probiert, aber ich kann es wirklich nicht. Wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen, würde ich sagen. Ja. Und das, weißt du, was mich am meisten stört? Dass wir sowieso nicht schwer machen können, weil du es ja eh mit 70-80% trainieren musst, weißt du? Weil wenn ich jetzt da voll packe, voll Gewicht drauf lade, dann wird es ja sowieso nichts. Aber egal, das seht ihr dann in dem anderen Video, ja, wisst ihr Bescheid. Wir machen das schon. Erstmal den Motor aus. Wie ich mich anstelle, ja genau, hier umweltschonend und so. Wir haben unser Training erledigt. Ich habe wieder das eine oder andere mitgenommen. Und hatte auch ein bisschen Spaß. Und meine Schultern haben wir auch ordentlich auf den Deckel bekommen. Und jetzt geht's nach Hause. Quasi Armbrot essen. 10 Minuten bereit. Der jetzt schon fast legendäre Opening Rush. Jetzt entsteht ein Blick von 4. Und Sophia! Also, was ich bis jetzt von der Sophia gesehen habe, war richtig gut. Sportlich. Und nicht nur Pumping Sophia Thiel, sondern auch sportlich und vielseitig Sophia Thiel. Guten Morgen, Sportsfreunde. Sonntag früh, 7.30 Uhr, aufgestanden. Haben noch das Völkerballspiel zu Ende geguckt, waren also dementsprechend erst um 1 Uhr im Bett. Das ist man nicht mehr gewohnt. Dann gehe ich jetzt erstmal Sportlerfrühstück. Ich habe eine Mischung. Kreatin, Glutamin, Vitamin C. Das Wetter ist eul, aber das stört uns gar nicht. Wir machen einen zügigen Spaziergang zum Bäcker. Natürlich stört mich das. Also heute ist aktive Regeneration angesagt. Das Training gestern im Gewichtheben hat mich doch mehr geschlaucht, als ich dachte. Ich habe sogar einen leichten Muskelkater, den Quadrizeps. Das ist richtig krass. Regeneration von was denn? Ja, du musst erstmal gesund werden. Ne? Aktive Erholung. Morgen! Morgen! Ach, guck mal, da lacht die Sonne. Ein Käsebrötchen. Ja. Ein. Zwei Roggen. Mhm. Vier Lauge. Genauso hätte ich auch gewählt. Rosinenkranz. Nein. Morgen! Mhm. Zwei Butterkrossons für Maxi. Mhm. Nehmen wir noch vier Schlucken. Ja. Wer soll denn das alles essen, Schatz? Man, Anne kommt. Ja. Ja. Anne kommt. Anne muss dann Kuchen essen. Definitiv derzeit Lieblingsbrötchen, Laugenbrötchen, Laugenecke, getoastet. Hammer. Leute, dieses Laugenbrötchen als Grundierung Magerquark, in diesem Fall laktosefrei, ist aber mehr Zufall, das ist der Quark von meiner Frau. Und dazu noch Geflügelsalat, geil, richtig Hammer. So, Sportsfreunde, wir sind bei Marco Polo im Stammrestaurant. Haben uns mit einem Kollegen getroffen, sozusagen. Mit meinem Namensvetter. Wisst ihr eigentlich, dass der genauso heißt wie ich auch? Da haben wir einen zweiten Vornamen, Johannes. Tatsächlich. Und du hast hier unheimlich kalorienarme Mahlzeit. Ja, ich fühle mich schon wieder schlecht in dem Leben, ne? Das ist der, musst du nicht. Ich habe heute früh schon gefrühstückt. Ist ja, gar nicht bei mir. Ja, das, ja, dafür hat er einen Salat dazu. Ja. Das macht es wieder gut. Ich habe eine Spargelcremesuppe. Du hast eine Champignoncremesuppe. Und was hat Maxi? Spargelcremesuppe. Auch lecker, oder? Ja, voll. Schmeckt. Mit Spargelstücken.
Ja. Und wir machen technische Besprechungen. Was ist denn eigentlich Emma? Da kommt eine kleine Ecke. Hier, eine kleine Ecke. Kleine Ecke Brote. Komm mal. Ach, ja, schön. Komm mal her. Das ist ganz wichtig. Man darf die Hunde nicht vom Tisch füttern. Am Tisch. So ist fein. Ich finde es aber geil, weil ich kann extrem viel essen. Ich habe einen riesen dicken, vollen Bauch, aber ich habe trotzdem nicht viel gegessen. Sättig, ne? Ich glaube, in deinem Fall wirst du aber auch hier. Das hat ein bisschen mehr Dichte. Das, ja, auf jeden Fall. Ne? Hast du Probleme, auf deine Kalorien zu kommen? Das geht. Also ich kann eigentlich so viel essen. Also wenn es jetzt um Bauchmuskeln geht und Co., habe ich da, kann essen, was ich will. Moment. Aber wenn ich jetzt sagen würde, bitte nimm in 4 Wochen 10 Kilo zu. Das wird schon härter, klar. Da muss ich reinhauen. Ich glaube, ich wäre dann auch so ein Typ, der sich mal... Wir können mal eine Challenge machen. 10 Kilo, also Klicks machst du auf jeden Fall. Ob Sinn macht, ist die andere Frage. Macht das Sinn? Nee. 10 Kilo in 4 Wochen. Alles muskelfreie Fettmasse und Wasser. Oh Gott. Deal. Das ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Er gönnt sich dann das Richtige. Das Richtige sagst du. Sieht Obst. Besser aus. Obst. Ganz hauptsächlich wichtig. Obst und so ein bisschen, was ist das hier? Das ist auch Obst. Das ist Obst. Das ist Eiweiß-Eis. Das ist eine verdammte Avocado. Ist das oder was? Mit dem Görki noch ein bisschen besprochen alles. Anne ist da, die essen die Kuchen. Oh. Ja. Komm nochmal. Ja. Fass, Emma, fass. Oh. Ja, oh, Pipi. Ja, hallo. So, liebe Zuschauer, dieser Vlog ist mal wieder ganz schön lang geworden. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben, hattet ein bisschen Spaß dabei und wünsche euch ansonsten einen tollen Start in die Woche. Macht's gut, euer Johannes. Tschüss.